herzlich willkommen. Heute wieder ein Ajourmuster. Viele von euch möchten gerne jetzt für diese Jahreszeit Ajourmuster sehen oder stricken. Deswegen mache ich jetzt so viele. Das ist die linke Seite. Die rechte Seite sieht so aus. Ist ganz tolles Muster, wie du siehst. Und im Grunde genommen einfach zu stricken. Du kannst das Muster in Reihen oder auch in Runden stricken. Natürlich haben wir wieder Skizze für euch vorbereitet heute. Wieder im Bund. Ich hoffe, dass es gut für euch, dass das bunt ist. Und wir haben Maschenzahl teilbar durch 14. Das muss ich dir jetzt erklären, weil, schau mal, das sind die Maschen, die hier in diesem roten Kästchen sind. Maschenzahl teilbar durch 14. Dann haben wir vom Rapport eine Masche. Das ist das hier, was vom Rapport ist. Ich habe hier 1 geschrieben. Nach oben haben wir 28 Reihen oder 28 Runden. Wenn du jetzt in Runden strickst, strickst du nur das, was hier in diesen etwas dickeren roten Kästchen ist, ohne die Maschen vom Rapport. Ich habe hier 2 Rapports, wie du siehst, gezeichnet, weil, wenn du jetzt richtig guckst, wir haben hier 3 Maschen zusammen mit den mittleren obendrauf. Wenn wir jetzt die Rapports wiederholen und das letzte Rapport, würden wir 3 Maschen hier stricken, dann passt das alles nicht. Deswegen habe ich diese letzte Rapport extra noch für euch hier gezeichnet, weil hier bei dem letzten Rapport, wie du siehst, ändert sich das. Hier haben wir 3 Maschen zusammen, hier 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also, wenn du jetzt in Reihen strickst, musst du Maschenzahl teilbar durch 14 haben, aber die 14 sind schon da, nur das letzte Rapport, wie ich schon sagte, nur das letzte Rapport strickst du so, wie das hier auf der Skizze ist. Du strickst ein Rapport, wiederholst, Entschuldigung, wiederholst hier, weil das strickst du nur einmal vom Rapport. Wiederholst, zweiter Rapport, dritter Rapport, vierter Rapport, fünfter Rapport. Hier sehen die gleich aus, aber hier, wie du siehst, das kommt am Ende. Wir haben hier im Blau wieder rechte Maschen, im Schwarz sind linke Maschen, grün, das sind wieder Umschläge, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Linke Maschen habe ich gesagt. Was haben wir hier noch? Also, und die 3 Maschen zusammen mit dem Mittler obendrauf, das ist hier das. Die geraden Reihen, die strickst du alle Maschen nach links. Da strickst du nur linke Maschen. In Runden, wenn du strickst, strickst du nur gerade Runden, rechte Maschen. Ich stricke mit euch heute 2 Rapports, das heißt, wir stricken ganz normalen Rapport und dann das letzte Rapport. Okay? Nur, dass du weißt, dass ich habe jetzt ein Rapport laut Skizze stricke ich und dann das zweite wäre dann das letzte Rapport von mir, dann würdest du sehen, was ich hier gemeint habe. Ich habe jetzt auf meiner Stricknadel insgesamt 31 Maschen, das heißt 28 für die 2 Rapports, plus eine Masche vom Rapport, plus 2 Randmaschen. In Runden
strickst du nur 14 Maschen, schlägst du nur 14 Maschen ohne die Masche vom Rapport und ohne zwei Randmaschen. Wir fangen an mit dem ersten Rapport, Randmasche. Dann vom Rapport hast du eine Masche links. Und jetzt fängst du an mit deinem ersten Rapport, zwei linke Maschen, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die rechte Stricknadel schiebst du unter den zwei Maschen vorne, holst den Faden und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Ein Umschlag. Drei Maschen zusammen mit dem Mittler obendrauf. Wir möchten, dass die Mittler obendrauf liegt. Deswegen mache ich das so, dass ich die rechte Stricknadel schiebe unter die zwei Maschen vorne, hole die Maschen ohne zu stricken von der linke auf die rechte Stricknadel. Jetzt drehe ich meine rechte Stricknadel wieder in die Richtung von linke und liege die zwei Maschen, die haben sich gedreht, wie du siehst, die mittlere ist hier vorne. Und jetzt stricke ich die drei zusammen verschränkt. Und hier entsteht ganz gerade eine Linie. Dann mache ich einen Umschlag und zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Also verschränkt von hinten. Ein Umschlag, eine Masche rechts und drei linke Maschen. Du wiederholst deinen Rapport. Ich stricke jetzt das zweite Rapport. Zwei Maschen links, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, drei Maschen zusammen mit der mittleren obendrauf, wieder auf der linken Stricknadel und verschränkt zusammenstricken. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Ein Umschlag, eine rechte Masche und drei Maschen links. Also in der ersten Reihe ist das letzte Rapport genauso wie das erste, zweite, fünfte, je nachdem wie viele Rapports du strickst. Dann wendest du die Arbeit und die zweite geraden Reihe, sowie alle geraden Reihen, strickst du alle Maschen nach links. Ich wiederhole, in Runden, die geraden Runden, strickst du alle Maschen nach rechts. Dritte Reihe ist genauso wie die erste. Deswegen stricke ich mit euch nur ein Rapport. Vom Rapport haben wir eine links, dann fangen wir an mit dem Rapport zwei Maschen links, eine rechts, ein Umschlag, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, drei zusammen mit der mittleren obendrauf, wieder auf der linken Stricknadel liegen und verschränkt zusammenstricken. Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Umschlag, eine rechte Masche. Und drei links. Du wiederholst deine Rapports. So viele, wie du für dein Projekt brauchst. Nach dem letzten Rapport strickst du nur die Randmasche nach links. Und jetzt die fünfte Reihe. Vom Rapport eine Masche links und dann fängst du an mit deinem Rapport. Und auch die fünfte Reihe, schau mal, ist genauso wie die dritte und die erste. Zwei linke Maschen, eine Masche rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Umschlag, drei Maschen zusammen mit der mittleren obendrauf. Und verschränkt zusammenstricken. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Dann kommt ein Umschlag, eine rechte Masche. Und drei Maschen links. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche nach links, das wäre dann die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die nächste gerade Reihe, alle Maschen nach
links. Siebte Reihe, Randmasche, und nach der Randmasche haben wir vom Rapport eine Masche links wieder. Da ändert sich nichts. Und dann fangen wir an mit dem ersten Rapport. Eine links, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, also wieder von vorne, ein Umschlag, eine rechte Masche, eine linke Masche und wieder eine rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, zwei Maschen links. Du wiederholst deinen Rapport. Eine Masche links, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag und noch einmal zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine rechte Masche, eine linke, eine rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Und hier haben wir am Ende zwei linke Maschen und die Randmasche, die ich nach links stricke. Die achte Reihe strickst du alle Maschen nach links. Wenn du in Runden strickst, strickst du alle Maschen nach rechts. Jetzt habe ich hier gemerkt, bestimmt habt ihr das auch gemerkt, dass ich habe als letzte in Runden gesagt, alle Maschen nach rechts, und deswegen habe ich angefangen schon mit rechten Maschen. Nein, das ist in Reihen, alle Maschen nach links. Neunte Reihe, Randmasche, vom Rapport eine Masche links. Wir fangen an mit dem ersten Rapport. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, eine rechte Masche, drei links, eine rechts, Umschlag, zwei zusammen verschränkt, Umschlag, zwei zusammen verschränkt, eine links. Das zweite Rapport. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, eine rechte Masche, drei Maschen links, eine rechts, Umschlag, zwei zusammen verschränkt, Umschlag, zwei zusammen verschränkt und eine linke Masche. Nach deinem letzten Rapport strickst du nur die Randmasche, dann wendest du die Arbeit und die zehnte strickst du wieder alle Maschen nach links. Elfte Reihe, die Randmasche, und nach der Randmasche haben wir erste Reihe. Eine Masche vom Rapport, da stricken wir zwei Maschen zusammen verschränkt. Das sind die Maschen vom Rapport. Dann haben wir Rapport, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, fünf Maschen links. Eine rechts, Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Ein Umschlag, drei Maschen zusammen mit dem Mittler oben drauf. Und jetzt strickst du deine Rapports und dann das letzte Rapport. Umschlag, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Umschlag, eine rechte Masche,
5 Maschen links, 1, 2, 3, 4 und die fünfte, eine Masche rechts, Umschlag, 2 Maschen zusammen, verschränkt, Umschlag, 2 Maschen zusammen, verschränkt und die Randmasche. 13. Reihe, Randmasche, dann haben wir 2 Maschen zusammen, verschränkt, das ist vom Rapport, dann ein Umschlag und wieder 2 Maschen zusammen, verschränkt. Ein Umschlag, eine rechte Masche, 5 Maschen links. Drei, vier und fünf. Eine rechts, ein Umschlag, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, 3 Maschen zusammen mit der mittleren oben drauf wieder. Und jetzt die 3 verschränkt stricken. Zweites Rapport, ein Umschlag, 2 Maschen zusammen verschränkt. Ich möchte dazu sagen, dass das ist mein letzter Rapport. Also wenn du auf der Skizze guckst, siehst du, dass wir am Ende, hier haben wir nach dem ersten Rapport die 3 Maschen zusammen. Und hier nach dem letzten, bei deinem letzten Rapport hast du da 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Deswegen ein Rapport habe ich mit euch ganz normal gemacht, dann machst du weiter deine Rapports und bei dem letzten Rapport sind wir jetzt. Ich muss gucken, was ich jetzt gemacht habe. 3 zusammen, ja, oder? 5, rechts Umschlag 2 zusammen, Umschlag 3 zusammen, Umschlag 2 zusammen nach verschränkt, Umschlag eine Masche rechts, 5 links, 1, 2, 3, 4 und auch die fünfte. Und dann haben wir eine Masche rechts und ein Umschlag, eine rechts Umschlag, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag und 2 zusammen, die sich nach rechts biegen. Und am Ende strickst du die Randmasche, ich stricke die nach links. Dann wendest du die Arbeit und die nächste Reihe strickst du alle Maschen nach links. Die 15. Reihe Randmasche und die 15. Reihe ist genauso wie die 13. Hier stricken wir vom Rapport 2 Maschen zusammen, verschränkt. Dann kommt Rapport, ein Umschlag, 2 zusammen, verschränkt, ein Umschlag, eine Masche rechts, 5 Maschen links. 3, 4 und die fünfte auch nach links, eine rechts, ein Umschlag, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag und 3 Maschen zusammen mit der mittleren oben drauf. Jetzt wiederholst du deine Rapports, Umschlag, 2 zusammen verschränkt, Umschlag, eine rechts, 5 links, 5. Dann kommt eine Masche rechts, Umschlag, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag und 2 zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann wiederholst deinen Rapport. Nach dem letzten Rapport strickst du nur die Randmasche. Das war jetzt die 15. Reihe. Die 17. Reihe ist genauso wie die 13. und 15. Also Randmasche. Dann vom Rapport hast du die 2 Maschen zusammen verschränkt. Ein Umschlag, wieder 2 zusammen verschränkt, Umschlag. Dann kommt eine rechte Masche. Und dann haben wir 5 Maschen, die wir links stricken. 3., 4. und auch die 5.
dann eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, drei Maschen zusammen und dann wiederholst du deine Rapport, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, eine Masche rechts und nach der rechten strickst du fünf Maschen links. 3, 4 und die fünfte. Dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Du wiederholst deine Rapports, am Ende haben wir die Randmasche. Dann wenden wir die Arbeit und haben die 18. Reihe und hier wieder stricken wir alle Maschen nach links. Und auch die 19. Reihe haben wir so wie die 17., 15. und 13. Zweimal nach dem Randmasche zwei Maschen zusammen verschränkt vom Rapport. Dann kommt Rapport, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, ein Umschlag, eine Masche rechts. Dann kommen fünf Maschen, die wir links stricken. 3, 4 und 5. Dann kommt eine rechte Masche, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag, drei Maschen zusammen mit dem Mittler oben drauf und nach den drei Maschen zusammen wiederholst du deine Rapports so viele, wie du für dein Projekt brauchst. 21. Reihe Randmasche. Vom Rapport haben wir eine Masche links und wir fangen an mit dem Rapport. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, drei Maschen links, 1, 2 und 3. Dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag. Eine rechte Masche und eine linke Masche. Wir wiederholen, zweiter Rapport, eine rechts, Umschlag, zwei zusammen verschränkt, Umschlag, zwei zusammen verschränkt. In der Mitte haben wir drei Maschen, die wir nach links stricken und die dritte. Dann kommt zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag. Eine rechte Masche, eine linke Masche und bei mir ist schon die Randmasche, die ich nach links stricke. Das war jetzt die 21. Reihe. Die 22. stricke ich alle Maschen nach links. Ich wiederhole, wenn du in Runden strickst, strickst du die geraden Runden, alle Maschen nach rechts. 23. Reihe, Randmasche, vom Rapport eine Masche links. Wir fangen an mit dem ersten Rapport und da haben wir eine Masche links und eine Masche rechts. Dann kommt ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, ein Umschlag und noch einmal zwei zusammen verschränkt. In der Mitte haben wir eine Masche links, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, eine rechte Masche und zwei Maschen links. Wir wiederholen, zweiter Rapport stricken wir, eine Masche links, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, zwei zusammen verschränkt, eine links, zwei zusammen nach rechts, will nicht, ein Umschlag und noch einmal zwei zusammen nach rechts, ein Umschlag, eine rechte Masche und zwei Maschen links. Nach deinem letzten Rapport strickst du nur die Randmasche nach links. Das war jetzt die 23. Reihe, die 24. wieder alle Maschen nach links. Reihe 25, Randmasche und vom Rapport eine Masche links. Erster Rapport, zwei Maschen links,
ein rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, ein Umschlag, drei Maschen zusammen und jetzt stricke ich die verschränkt, dann kommt wieder ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, eine Masche rechts und drei nach links und die dritte. Zweiter Rapport, zwei Maschen links, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, drei Maschen zusammen mit dem mittleren oben drauf, so, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschlag, eine rechte Masche und drei linke Maschen. Nach dem letzten Rapport strickst du nur die Randmasche. Und da sind wir schon bei unserem vorletzten Reihe. Bei unserer vorletzten Reihe haben wir Randmasche, danach haben wir wieder eine Masche vom Rapport nach links und Rapport. Zwei Maschen links, eine rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Umschlag, drei Maschen zusammen, Faden holen, Umschlag, zwei Maschen zusammen, verschränkt, ein Umschlag, eine Masche rechts und drei Maschen links. Das war der erste Rapport. Wir fangen jetzt an mit dem zweiten Rapport, zwei Maschen links, eine rechts, ein Umschlag, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag, drei Maschen zusammen mit dem mittleren oben drauf. Und jetzt stricke ich die zusammen verschränkt. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, Umschlag, eine Masche rechts und drei Maschen links. Du wiederholst deine Rapports. Nach deinem letzten Rapport bleibt nur die Randmasche, die ich nach links stricke. Du wendest die Arbeit und hast die letzte, 28. Reihe. Und hier strickst du wieder alle Maschen nach links. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wie du siehst, das ist überhaupt kein schweres Muster. Man strickt ihn ganz schnell, ganz einfach. Ja, viele sagen würden, weil ich kann, dann ist das für mich einfach. Aber wirklich, wenn du langsam das strickst und guckst immer auf der Skizze, natürlich rede ich mit den Anfängern jetzt, dann ist das wirklich zu schaffen und danach siehst du deinen Effekt. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, du kannst das wieder für deine Projekte verwenden. Der Sommer fängt an, glaube ich, erstmal bei uns wird das warm und wäre ganz tolle Top zum Beispiel mit diesem wunderschönen Muster. Ich wünsche euch einen schönen Tag mit viel Sonne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.